Moin, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Hunter Call of the Wild. Und ja, heute werden wir mal ein bisschen pirschen, denn ich habe ja eine schöne Spur von einem Weißwedel bekommen. Auf dem Weg zu meinem eigentlichen Ziel, das war der See hier vorne, da habe ich eine wirklich schöne Spur erwischt von einem Weißwedel, der Max Wade sein könnte. Und den werden wir jetzt einfach mal verfolgen hier. Ne, vielleicht haben wir ja Glück und es ist ein schöner. Wir werden aber gleich da vorne erstmal bei der Spur sehen müssen, ob er überhaupt noch rennt. Bin natürlich zu meinem Spot gerannt und deswegen sind hier auch ein paar aufgeschreckt. Das Doofe ist, dass wir hier nicht aufstehen können, weil, naja, die Bäume hier nicht wirklich Verdeckung bieten. Warum auch immer. Da kommen sie schon. Das heißt, wir müssen jetzt immer kurz einen Ort finden. Hier vorne, da. Das ist er. Oh ja, der ist wirklich schön. Müssen auch relativ schnell das Ganze machen, denke ich. Sonst ist er weg. Sehr schön. Das war hundertprozentig. Da bin ich mir sehr sicher, dass er das war. Man, der das auch schön. Er war schön. Ey, das war doch mal ein guter Schuss, oder? Oh, da fällt mir ein, was ich noch erwähnen wollte, meine Lieben. Falls ihr auf The Hunter Content steht, könnt ihr gerne folgen und auf meinem Kanal gucken. Dort gibt es auch allerlei Gaming-Content. Also für Unterhaltung ist auf jeden Fall gesorgt. Und ansonsten auch einige Guides, gerade für Anfänger interessant. Außerdem eine Frage, die ich ständig gestellt bekomme, ist, wo ich denn meinen Tarnanzug her habe, den ich hier anhabe. Den sieht man gerade nicht so gut. Aber, naja, wo habe ich den her? Den hat man bekommen, wo, wenn man als Classic-Spieler das Spiel mit Classic verbunden hat, da gab es so eine Seite früher. Das geht allerdings nicht mehr. Das war nur ein kleines Event und mittlerweile leider nicht mehr möglich. Das ist zwar sehr schade. Ups, falscher. Das ist zwar sehr schade, aber naja, das wäre ja sonst nichts Besonderes mehr, ne? Aber das wollte ich nochmal hier beantworten, weil ständig werde ich gefragt, das ist jetzt keine, ich beschwere mich nicht, aber ich werde halt ständig gefragt, deswegen wollte ich es hier nochmal allgemein beantworten für alle, die sich fragen und nicht, ja, keinen Kommentar geschrieben haben oder so. Die haben jetzt auch ihre Antwort. Und vielleicht kann ich damit so die Frequenz auch ein bisschen unterbringen, in der ich das gefragt werde. So, mal eben sehen, ob wir hier noch einen finden. Da vorne hat auf jeden Fall was gecallt. Aber ich denke, wir gehen gleich zu unserem Ziel hier rüber. Wir haben zwei wirklich schöne Abschüsse gehabt. Wobei eigentlich nur der hier schön ist. Jo, und weil das Spiel leider, das ist eine dieser wenigen Sachen, die mich aufregen, da leider alles mit auf die Fotos packt. Ich meine, warum hat man ein Fotoapparat, wenn man die Grafiken eh mit reinbekommt? Ne? Das ist so hirnrissig einfach. Das sieht schön aus, finde ich, wie er da so schön hier drinnen liegt. Das ist wirklich sehr schön. Oder vielleicht das. Ich guck mal, wer es ich nehme dann als Thumbnail. Hm, Katze, was ist los? Ja, ne? Wie kann ich es wagen, jetzt meine Folgen aufzunehmen, wenn du doch in der Nähe bist? Ich schuft.
Und ich habe heute mir eine interessante Frage gestellt. Das war bei einer Folge, die ich aufgenommen habe und dann wieder gelöscht habe, weil die einfach scheiße war. Weil ich war wieder auf Mad with Tiger und habe mitten in der Folge keinen Bock mehr auf die Karte gehabt, was irgendwie immer passiert bei der Karte. Also, dass ich so mittendrin keinen Bock mehr habe. Und ja, schöner Abschluss hier. Und da habe ich mich gefragt, können Tiere lieben? Also nicht von wegen, Tiere können etwas mögen. Und, aber lieben können die so, ne? Geht das so weit bei denen? Und ich möchte das mal ein bisschen weiterspinnen. Und zwar, wenn man sich jetzt die Pinguine anguckt, ich glaube, die waren das, die sich lebenslang binden. Aber warum tun die das? Haben die so einen niedrigen, also wenn man jetzt mal rein, ne? Ja, die meisten Tiere gehen ja zum Beispiel, bei Spinnen ist das so, die haben sich ja zum Beispiel gegenseitig zum Fressen gern. Im wahrsten Sinne. Genau wie Mantis, also Gottesanbeterin. Die Gottesanbeterin, die ist so hardcore drauf, wenn ein Männchen sich mit der paaren will, dann knabbert die teilweise das Männchen so stark an, dass das Männchen sich noch paart und danach halt auch gefressen wird. Aber es läuft nicht weg. Also es paart sich dann noch, weil es sowieso keine Chance mehr hat, das zu überleben. Das heißt, er erfüllt dann noch seinen Zweck, in Anführungszeichen, und danach ist er weg. Und dann futtert halt die Gottesanbeterin ihn auf. Ist natürlich auch irgendwo sinnvoll, denn sie muss ja die Jungen großziehen und dementsprechend nimmt sie sich dann halt das Männchen als Nahrung. Ein ähnliches Prinzip haben auch die Spinnen, denn da ist es so, dass die große, also die Weibchen sind ja meistens sehr viel größer als die Männchen, da muss das Männchen das Weibchen auch irgendwie ablenken oder warten, bis es frisst, um dann, sage ich mal, es begatten zu können und dann ganz schnell raus. Ganz schnell weg, ansonsten wird er zum Futter. Und ja, da können wir, glaube ich, das Konzept Liebe bei, ne, Insekten und Co. können wir da, glaube ich, ganz wegmachen. Aber wie ist das bei Tieren? Wie ist das bei Katzen, Hunden und so weiter? Klar, wir Menschen wollen eigentlich natürlich auch immer, wir wollen natürlich, dass unsere Tiere uns lieben. Das ist na klar, ne? Aber ja, und ich gehe natürlich auch davon aus, dass meine Katze mich zum Beispiel auf jeden Fall sehr gern hat und sehr gern um mich ist. Ne, du kleiner Scheißer? Jo. Aber ob sie mich jetzt liebt, sage ich mal, ob dieses Konzept überhaupt von Liebe und so weiter auf Tiere überhaupt anzuwenden geht, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe. Also, ich meine, man berichtet ja auch schon von Hunden, die, sage ich mal, wenn das Härchen gestorben ist, dass sie dann wirklich sehr, sehr traurig sind, in Depressionen verfallen. Und ich glaube schon, dass es da eine gewisse, es sollen Katzen angeblich auch können. Also, aber zum Beispiel bei meiner Mieze hier, das ist eine Siamesin. Und, also beides sind Siamesen und die andere, die war immer so ein großer Fan von unserem alten Kater, der Gizmo. Und der Gizmo, der hat irgendwann einen Tumor gehabt und ist dann halt, ne, daran gestorben. Und ging aber alles sehr, sehr schnell dann. Also der hat nicht gelitten oder so, ne? Der ist einfach umgefallen, dann wurde eingeschläfert und fertig. Sogar zu Hause, also der hat es wirklich sehr gut. Der hat nicht leiden müssen. Zumindest nicht, dass wir irgendwie bemerkt hätten, dass er da großartig Schmerzen hätte. Also, das war, glaube ich, alles so gut wie möglich. Naja, auf jeden Fall hatte die eine Siamesin da als Fan. Und hier haben wir leider kein Männchen, ne? Nirgendwo ein Männchen. Steht zumindest hier kein Männchen. Gehen wir mal so ein bisschen in die Richtung da vorne. Ich glaube, hier vorne guffelt nichts rum. Mal da vorne mal den hier so die Gegend da hinten abscouten. Fliegen mal ein bisschen weiter hier in die Richtung. Und die hatte halt unsere andere Katze als Fan. Also er hatte sie als Fan und er ist dann halt verstorben und sie hat einen Tag später noch nach ihm gesucht. Also ist immer in den Raum von ihm gegangen und hat geguckt und
Aber am nächsten Tag, also am darauffolgenden dann nicht mehr. Es war halt nur dieser eine Tag. Und ja, deswegen, also, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, das irgendwie zu werten. Aber man kann sagen, dass zum Beispiel, wenn Katzen alleine gehalten werden, dass die teilweise auch so ein bisschen in... Ja, es kommt immer auf die Katze an natürlich. Aber ich habe bei unserem Kater gesehen, dass der sehr... Er hat sehr viel geschlafen. Und ich kenne das von mir, wenn ich mich nicht gut fühle, dann schlafe ich auch verdammt viel. Ne? Das kann man vielleicht auch nicht wieder nicht auf ihn münzen. Aber dann, wo er, sage ich mal, dann... Gesellschaft hat und hier vorne haben wir zwei waren das, ne? Hier war irgendwo noch einer eben. Wo er dann Gesellschaft hatte von den beiden Siamesen, da war er dann auch wieder am Spielen und war aktiver. War halt wieder viel lebendiger. Und da frage ich mich auch, wie die sich untereinander da so gesehen haben. Da vorne haben wir zwei mittlere Roosevelt Wapitis. Leider nicht allzu groß, aber wenn wir Glück haben, wird einer davon vielleicht mal Gold. Wenn wir Glück haben. Ich glaube eher nicht dran. Aber das ist nun mal, was wir heute bekommen. Da vorne haben wir noch einen Schwarzwedelhirsch. Beziehungsweise eine Dame. Ich würde sagen, dass wir die beiden hier nehmen. Ich habe nämlich auch noch die 300er dabei, oder? Habe ich die 300er überhaupt noch dabei, oder? Ja, hier. Da. Deswegen mal eben kurz schauen, wie weit die entfernt sind. Und da ist dann die Frage natürlich, inwiefern können die das empfinden? Also die können natürlich, wie gesagt, so zuneigen und so, das ist klar. Da braucht man nicht drüber diskutieren, das können die. Aber inwiefern trifft dieses Konzept Liebe und so weiter zu? So. Zwei Tiere, zwei Treffer und zwei Tote. Und hier vorne sehe ich eigentlich nichts laufen. Also heute habe ich irgendwie einen Lauf, ne, was das Treffen angeht, Leute. Echt nice. Heute läuft's einfach. Aber sonst, ja, hier vorne das Weibchen noch. Aber sonst kann ich jetzt eigentlich nichts ausmachen. Noch die ganzen Weiber hier. Aber sonst eigentlich nichts. Nee, auf jeden Fall. Ist das, finde ich, ein interessanter Gedanke. Oder, ne, ist schon ziemlich interessant, darüber nachzudenken, finde ich. Ich weiß heute gar nicht, wie weit die Forschung da ist. Wie die das bewerten würden. Aber ich würde sagen, starke Zuneigung ist auf jeden Fall gegeben. Das ist halt auch immer schwierig für unsere Wörter oder unsere Konzepte, dass man die so ummünzt, sage ich mal, auf Tiere. Das ist wirklich schwierig. Weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass Tiere einen nicht sehr, sehr gerne haben können. Aber ich denke, dieses Konzept Liebe ist vielleicht schwierig auf ein Tier anzuwenden. Oh, da haben wir sogar noch, richtig schön. Die habe ich ja vorher gar nicht gesehen hier. Wie seht ihr das denn? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir unterhalten uns ja über solche Sachen immer ganz gerne hier. Also. Also ich würde einfach mal behaupten, dass das Konzept auf Tiere schwer bis gar nicht anwendbar ist. Wobei dann wiederum solche Sachen wie die Pinguine, die sich auf Lebenszeit binden, ich glaube, das waren Pinguine,
Das ist dann wiederum, das widerspricht sich dann wieder so ein bisschen. Aber inwiefern, ne, ist das vielleicht für die Tiere sinnvoller, weil die halt so eine langsame Reproduktion von, naja, gewissen Stoffen haben. Ne? Ich brauche euch jetzt nicht erklären, wie Bienchen und Blümchen, ihr wisst schon. Das könnte sein. Aber vielleicht entsteht da auch einfach bei denen so eine feste Bindung. Keine Ahnung. Ich denke schon, dass Tiere gefühlsmäßig zu sehr, sehr viel fähig sind. Selbst so wilde Tiere. Ich meine, man sieht teilweise Hirsche zum Beispiel, wenn es auch weibliche sind, die eine Bindung zu Menschen aufbauen. Gibt es auch. Bei Männchen wäre ich vorsichtig, weil, naja, ne? Ich glaube, das kann ganz schön böse ins Auge gehen, wenn man sich mit einem Männchen anfreundet, weil der kann vielleicht dann auch gewisse Momente haben, wo so seine ja, Triebe, sag ich mal, durchkommen und er, sag ich mal, zum Beispiel sein Revier verteidigen will oder so. Oder irgendwas anderes. Ja, und da wäre ich ganz vorsichtig. Also bei Männchen, da bin ich, ne, so bei den Weibern, da geht das gut. So, hier haben wir den ersten. Ne, schön getroffen, Dreier. Na, bisschen knapp vielleicht, aber trotzdem schöner Treffer. Hier vorne haben wir, glaube ich, den Vierer. Das sollte, glaube ich, der Vierer sein. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Vierer ist. Wobei, der sieht ein bisschen imposanter aus. Ne? Nee, das ist der Dreier. Dann habe ich ja richtig... Och, Katze, ja, da haben wir gerade drüber gesprochen hier. Was denkst du? Kannst du mich loven? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall will die ständig in meiner Nähe sein, die Katze. Also irgendwas mache ich richtig. Oh, kratz mir nicht in den Hals. Oh, du Böses. Okay, meinetwegen bleibt da. Jetzt kann ich mir das Tierchen noch einsammeln. Die fängt mich schon wieder... I, hör auf. Nicht ablecken. I. Stop it. Böse Katze. Könnt ihr, wie gesagt, gerne in die Kommentare... Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, hier haben wir den Vierer und wir haben ein Gold. 296. Ein wunderschöner Abschluss hier. Und ja, der war zwar immer noch sehr weit von Diamant entfernt, aber kein schlechtes Tierchen. Finde ich auf jeden Fall einen sehr schönen Abschluss. Abschluss meine ich. Und oh, die Katze kratzt wieder. Komm rüber. Ja. Hier auf dem Kratzbaum. So. Ist ein sehr schöner Abschluss auf jeden Fall für diese Folge. Und der Weißwedel war ein guter Start. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Lieben. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen. Und weiteren Gaming-Content und QKG findet ihr auf meinem Kanal. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was und tschüss.